Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Foriander und ich bin in Minecraft in Filuka unterwegs. Ich will mal wieder ein neues Projekt anfangen, weil ich ja noch nicht genügend Projekte am Laufen habe. Und ich dachte mir, ich könnte mal hier in unserer Hauptstadt, unserem Hauptdorf, wie auch immer man das nennen will, mal eine kleine Touristenattraktion bauen. Und zwar hier, wo ich dieses Loch schon ausgehoben habe und ein Stück in den Berg rein oder den, naja, Hügel reingeschnitten habe. Hier will ich ein Aquarium hinstellen. Und zwar eins mit animierten, lebenden, die sind geangelt, also dann leben sie vielleicht doch nicht mehr. Aber auf jeden Fall mit animierten Fischen. Und als erstes fange ich mal an mit dem Boden. Und da dachte ich mir, ich mache mal eine Einfassung hier mit Prismarin. 5, 6. Raus und hier nochmal 6 raus. Ups. Einmal so. Und dann machen wir das. Eigentlich wollte ich das so ein bisschen halbrund haben, aber so mit rund ist das ja in Minecraft so eine Sache. Versuchen wir das mal so. Ja, ich glaube, so funktioniert das schon einigermaßen. Da geht die Sonne um. Ich habe dieses Mal mir tatsächlich hier ein Bett hingestellt, dass ich nicht immer quer durch die Landschaft wandern muss und dadurch viel Zeit verliere. Ich lerne auch manchmal dazu. Gut, für den Rest des Bodens habe ich mir hier so ein paar verschiedene Materialien ausgesucht. Das, was so ein bisschen langweilig ist in Minecraft, ist, es gibt nichts an Unterwasser. Flora. Es gibt nichts, was man da anbauen kann. Und ich dachte mir, ich mache das mal so ein bisschen mit verschiedenfarbigen Grüntönen. Mal gucken, wie das aussieht. Und stell dann ein bisschen so. Das wird gleich noch spannend, das zu sehen, wenn ich das Wasser reinlasse, wie das dann aussieht. Aber so ein bisschen soll das die Illusion von einem bewachsenen Boden, bepflanzten Boden geben. Was haben wir denn noch? Ich habe hier noch einiges mehr. Die ist wahrscheinlich zu hell, oder? Wenn ich das hier reinsetze. Probieren wir es mal aus. Ist eine schöne Mischung aus verschiedenen Grüntönen. Cyan könnten wir noch mal dazu tun hier hinten. Und so. Und dann muss ich das hier noch auffüllen. Was haben wir denn hier noch so im Angebot? Können natürlich, das gibt auch ein bisschen Textur. Hier nochmal so Melonen reintun. Und eine da. Und dann nehmen wir nochmal ein bisschen von dem grünen Ton. Und setzen hier welchen rein. Oh, ist das ein anderes Grün als das? Das ist grün, das ist Lime und das ist hellgrün. Na, das ist Lime. Ich habe doch hier, ich habe noch gar keine andere grüne Tonsorte verbaut. Dann setzen wir dich dahin. Und das machen wir dann einmal so und das so. Und das sieht eigentlich fürchterlich aus, aber vielleicht sieht es gleich besser aus, wenn da dann das Wasser drüber ist. Vorher machen wir hier nochmal ein bisschen grün rein. Und hier vielleicht noch. Und eigentlich wollte ich das Ganze auch beleuchtet haben. So, völlig vergessen. Da setzen wir einmal hier eine Lampe rein. Und dann, die kriege ich jetzt so nicht zurück. Habe ich einen Setzling gekriegt? Naja, auch nicht schlecht. Dann setzen wir hier noch eine Lampe rein. Und das ist natürlich eine gerade Zahl. Da kann man keine in die Mitte setzen, war klar. Lassen wir so. Machen wir so nicht. Ich
glaube, wenn ich da versuche, Sugarcane reinzusetzen, dann brauche ich zum einen was, wo ich das Sugarcane überhaupt draufsetzen kann. Das dürfte nämlich eigentlich, genau, das geht hier nirgendwo drauf. Da muss ich da noch ein Stück Erde oder so hinsetzen. Das probiere ich aber erst aus, wenn es Wasser drin ist. Denn da habe ich die Befürchtung, dass das weggespült wird sonst. Und dann machen wir hier nochmal die Einfassung bis da oben. Und hier auch. Und ja, diese Ecken. Da machen wir das so. Da werde ich dann doch einiges an Glas mehr brauchen, als ich gedacht habe. Aber das macht nichts. Wir haben hier eine Menge Sand zur Verfügung. Den kann ich schnell einschmelzen. So und so. Dann sind wir hier auf der Höhe. Und jetzt kommt der Teil mit den animierten Fischen. Da nehme ich mir mal ein bisschen Glas und das hätte ich, glaube ich, gerne in hellblau. Wie viel brauche ich denn da? Können wir eigentlich abzählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 9. Das macht mehr, als ich hier habe. Gut, fangen wir erstmal an mit dem, was ich hier habe. Ein bisschen Glas kann ich dann gleich noch holen. Das heißt, eigentlich kann ich mir das ja auch einfach machen. Ich habe hier doch bestimmt Sand und ich habe hier doch bestimmt Cobblestone. Dann stelle ich mir hier einfach einen Ofen hin und schmelze mir mal ein bisschen was. Dann kann das schon mal kochen, während ich den Rest verbaue. So, ein bisschen mehr Kohle darf da durchaus rein. So, ein bisschen blaues Glas. Und dann baue ich mir hier mal in der Mitte einen Turm. Und, na, bis ganz nach oben. Und der ist 3 mal 3 Blöcke. Deswegen bin ich auf die... Habe ich es eigentlich gesagt, dass ich auf 72 gekommen bin? Oder habe ich es mir nur gedacht? Wahrscheinlich habe ich es mir nur gedacht. Aber dafür brauche ich dann 72 Blöcke. Und da geben wir dann... habe ich Silk Touch dabei? Habe ich dabei. Ich bin ja sowas von vorbereitet gerade. Na? So, die nehmen wir hier wieder raus. Und da machen wir dann einen Schacht senkrecht nach unten. Den machen wir nicht da. Den kann man dann nämlich von außen sehen. Das wollte ich ja vermeiden. Den machen wir einen weiter hier hinten. So. Genau, da wollen wir den hinhaben. Und jetzt nehmen wir noch einen kleinen Snack zwischendurch. Und dann brauche ich vielleicht doch keine 72. Ich komme nicht hin. So, einmal die und die da hinten. Das sieht eigentlich mit den verbundenen Texturen von Optifine noch besser aus als, logischerweise, als ohne. Sandstone haben wir hier noch. Den können wir hier unten noch einfüllen. Das wird man von außen nicht sehen können, aber das hier wird man sehen können. Das macht aber nichts. Das baue ich nämlich gleich noch zu. So, hier ein bisschen Licht hin, damit ich sehen kann, was ich mache. Und der kann eigentlich wieder raus. Und da kommt, das habe ich aber nicht dabei, da kommt Eis hin und hier habe ich mir schon mal einen Zugangsschacht gebaut dafür, damit ich da auch hinlatschen kann. Das ist, was ich hier jetzt baue,
nämlich genau das, was ich da hinten neben der Brauerei habe. Das, was ich noch nicht erklärt habe, was es ist. Und ich werde es auch jetzt noch nicht ganz erklären. Ich bin jetzt ganz... Ach, ich wollte das Glas. Deswegen bin ich hier. Das brauche ich. Und so. Na, das war einer zu viel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob 8 Stück reichen, aber eigentlich brauche ich da unten kein blaues. Dann packen wir das mal alles wieder weg. Und naja, nehmen wir die beiden noch mit. Dann brauche ich ein bisschen was von dem Eis. Und habe ich gar keine Eimer dabei. Ich habe keine Eimer dabei. Also sowas. So gut vorbereitet bin ich dann doch nicht. Irgendwie habe ich hier Eimer drin. Ich habe hier keine Eimer drin. Habe ich die irgendwo in irgendeine Truhe gepackt, als ich vorhin Zeugs zusammengesammelt habe? Sowas aber auch. So. Da sind auch keine drin, aber da ist zumindest mal ein bisschen Eisen. Dann habe ich schon mal einen Eimer. Wo habe ich die gelassen? Das ist ja... Da ist noch ein bisschen mehr Eisen. Dann kann ich mir noch mehr Eimer machen. Ha. Die sind weg. Einfach so. Da sind sie. Warum habe ich die denn da reingetan? Wie albern. Na gut, dann kann das Eisen hier wieder rein. Und 16 Stück, glaube ich, reichen mir dann erstmal. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt ein bisschen Wasser. Und was mir gerade einfällt, was ich auch nicht mit habe, was hier mit Glück irgendwo noch drin ist. Ich habe in alle diese Truhen gerade reingeguckt. Muss jetzt aber feststellen, nein, keine von denen enthält einen Zaun. Den brauche ich jetzt nämlich. Da sind noch welche drin. Gut. Ich meine, sonst hätte ich sicherlich im Baumarkt auch welche finden können, aber das ist mir jetzt zu weit darüber. Da wird schon wieder Nacht, dann machen wir noch mal schnell ein Nickerchen. Und dann können wir gleich mit der Mechanik-Elektronik weitermachen und unseren Fischen dann das Fliegen beibringen, das Schwimmen beibringen, je nachdem, wie man es betrachten will. Das ist so. Das, was ich hier hinten bauen will, beziehungsweise bauen werde, ist die Elektronik, mache ich gleich. Erstmal den Kanal. Das ist ein Item-Elevator, ein Aufzug. Da nutzt man eine Eigenart von Minecraft aus, wenn ich nämlich hier so zwei Zäune reinstelle. Einmal so und einmal so. Ja, so müsste das funktionieren. Muss ich den eventuell noch einen weiter rausziehen? Wir probieren das mal so aus. Dann kommt hier ein bisschen Eis davor. Und das ist mir jetzt gerade im Weg. Und dann brauchen wir hier noch ein kleines bisschen Platz an der Seite. Nehmen wir den auch noch weg. Das sollte uns langen. Ein kleines bisschen Platz an der Seite. Machen wir hier auch noch einen Kanal. Den nehmen wir weg. Der Trick an der Sache ist, wenn... da setzen wir Sandstein rein. So und so. Dann komme ich da gleich wahrscheinlich nicht wieder hin, wenn ich noch was ändern will. Na gut. Da müssen wir dann auch mit leben. Wenn ich... Hier, es ist alles ein bisschen behängt. Aber ich will auch nicht so viel hier rausnehmen, weil ich nicht so viel wieder zubauen will. Das, im Prinzip muss man hier unten nicht mehr runter. Doch, wenn irgendwann die Fische alle sind, denn die werden glitschen. Der Trick an der Sache ist eigentlich,
wenn ich jetzt hier ein Item reinlege, ich gucke gerade, ob ich hier irgendwo eine Stelle finde, wo man das einigermaßen vernünftig sehen kann. Von hier wahrscheinlich. Wenn ich jetzt hier ein Item in den Wasserstrom reinlege, dann schwimmt es mit dem Wasserstrom hier rüber, wird erst ganz an diese Wand gedrückt und rutscht dann an dieser Wand entlang, da rechts an dem Zaunpfahl vorbei. Und so ein Item passt neben einem Zaunpfahl. Aber irgendwann danach merkt Minecraft dann, Moment mal, das ist eigentlich ein belegter Block. Da kann das Item gar nicht drin sein. Und drückt es nach oben. Da drüber sind aber transparente Blöcke mit ganz viel Glas. Das heißt, so ein Item wird dann, wenn ich hier mal so ein Stück Stein reinschmeiße, so. Und genau das passiert nicht. Warum passiert das nicht? Ich habe irgendwo einen Konstruktionsfehler. Und ich glaube, ich weiß auch welchen. Da muss nämlich da hinten. So, komm mal her. Das war auch Silk Touch, oder? Ja, das war Silk Touch. Ich glaube, diese Blöcke, der untere davon, muss ein massiver sein, damit dieser Zaunpfahl dahin verbindet. Zu Glas verbindet der nicht. So, probieren wir das mal aus. Vielleicht war das schon das ganze Problem. Dann haben wir hier noch ein bisschen blaues Glas. Das setzen wir hier rein und hier rein und hier und hier. Der soll nämlich nicht verbinden, da soll das Item nämlich durchrutschen. Und dann machen wir unseren Kanal wieder zu. Und machen das Wasser wieder rein. Das Eis ist hier drin, damit das Zeug sich möglichst schnell bewegt. Und dieser eine Block hier drin ist, um es ein bisschen abzubremsen. Denn es gibt da so eine Art Geschwindigkeitsbegrenzung. Wenn die Items zu schnell hier reinrutschen, so. Und das war's auch nicht. Wo genau ist mein Denkfehler? Jetzt machen wir es doch anders. Jetzt gehen wir doch mal. Ja, das kann sein. Einen probiere ich noch. Und zwar mache ich die hier drunter auch noch mit Eis. Und wenn es das dann nicht ist, warum habe ich da einmal Smooth Sandstone? Fehlt vielleicht da oben in der Wand welcher jetzt? So. Dann gucken wir mal, ob das jetzt hilft. Und wenn das jetzt auch nicht hilft, dann gehe ich zurück zu meiner Brauerei. Nehmen wir mal statt dem Stein grüne Wolle. Vielleicht hilft das auch. Ja, die rutscht da jetzt zwar durch, aber die rutscht nicht nach oben, wie sie es sollte. Gut, dann kriegen wir die so? Die kriegen wir so nicht. Ich finde das eigentlich immer doof, wenn man Items irgendwo liegen lässt und die dann despawnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die hier Glas sein müssen. Aber da kann ich jetzt lange Rätsel raten. Da komme ich hier so ohne weiteres raus. Ich habe Enderperlen, natürlich komme ich hier so ohne weiteres raus. Da kann ich jetzt lange Rätsel raten oder ich kann ganz einfach hier einfach mal so ein Stückchen weiter springen, teleportieren und mir das einfach angucken, wie ich das da hinten gebaut habe. Das geht etwas schneller, als wenn ich mir jetzt meinen Max hole und hier rüber reite. Hier ist nämlich die Maschine schon mal fertig und in Aktion. Und okay, das sind alles volle Blöcke und der Förderer. Gut, das ist natürlich anders. Hier kann ich das zeigen, wie es eigentlich funktionieren soll. Wenn ich hier einfach mal das Zombiefleisch nehme und das hier rein tue, dann macht das Schwupps und wandert dann nach oben und landet dann hier in dieser Truhe. Und genau das will ich da drüben jetzt auch erreichen. Und jetzt habe ich auch gesehen, was ich anders... Den können wir hier auch nochmal wegschmeißen, den muss ich nicht mitschleppen. So. Jetzt habe ich gesehen, was ich hier anders gemacht habe. Dann sollten wir eigentlich in der Lage sein, das hier umzusetzen. Und irgendwie war ich schon mal zielsicherer mit dem Enderperlenwerfen.
das hier umzusetzen und das auch vernünftig zu bauen. So, noch einen kleinen Snack zwischendurch. Das ist der Nachteil am Teleportieren. Der zweite Nachteil ist, dass man hin und wieder mal die Endermites dadurch erzeugt. Das ist mir aber interessanterweise hier noch nie passiert. Außer das eine Mal, wo ich es absichtlich gemacht habe, als ich da im End die Enderman-Farm gebaut habe. Da hat es mich aber auch irgendwie mehrere Stacks an Enderperlen gekostet. So, und der hier muss Glas sein. Und jetzt solltest du hin. Jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Dann machen wir hier im Hinten mal wieder das Wasser rein. Einmal so. Und dann schmeißen wir da irgendeinen Block. Machen wir wieder den Stein. Schmeißen wir da einen Block rein. Jawohl. Genau so soll das passieren. Und das Ganze soll dann die Elektronik hier bauen wir gleich. Müssen wir wieder eine Perle nehmen, um hier rauszukommen. Mit Glück lande ich wieder direkt auf einem Kaktus. Nee. Doch nicht. Ist mir auch schon passiert, dass ich mit so einer Enderperle direkt auf einem Kaktus gelandet bin. Hier oben kommt dann das, was auch immer hier hochtransportiert wird, wieder raus. Und was ich machen will, dazu brauche ich aber dann von hier die Hopper, die ich mir schon mal mitgebracht habe. Und ich glaube, 5 Stück reichen nicht. Doch in der Tat nicht ganz so gut vorbereitet, wie ich dachte. Die sollen dann, muss ich möglichst tief ansetzen, nicht wahr? So. So. Haben wir schon mal 3 Stück. Das, was hier dann landet, hier oben, kommt hier irgendwo in der Mitte oder in diesem Block raus und wird dann von dem Wasser hier in diesen Hopper gespült. Und dann da einfach senkrecht wieder nach unten transportiert. Jetzt gucken wir mal, wie weit sind wir denn hier mit unseren Hoppern, mit unserem Schacht. Ja, das war clever. Darüber ist jede Menge Sand. Das hätte mir eigentlich bewusst sein sollen. So und so. Das Außen drumherum mache ich dann am Ende nochmal hübsch. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir... wo kommt das Wasser jetzt her? Ach, natürlich kommt das daher, weil ich jetzt den Block neben meinem Hopper abgebaut habe. Wäre doch schlauer gewesen, das hier auch schon alles in Sandstein einzufassen. Nicht in Smooth. Smooth ist für die Rückwand. So. Und bei der Gelegenheit den dann auch gleich. Dann ist das Thema auch erledigt. Und dann können wir noch mal eben hier von unten gucken, wie das aussieht. Da ist mein Smooth Sandstone her. Wusste ich doch, dass hier irgendwo in der Rückwand was fehlt. Ich hoffe, dass dieses blaue Glas dann, wenn ich das Wasser drin habe, kaum noch zu sehen ist. Das ist so das Ziel. Und da unten müssen wir dann natürlich noch die Wand zumachen. Da wird es nochmal wieder dunkel. Also machen wir nochmal schnell ein Nickerchen. Das dauert auch immer so seine Weile. Und dann, ich könnte es eigentlich mitnehmen. Ich brauche einen Dropper. Den können wir, das war Unfug. Redstone brauche ich auch. Und ein Komparator und ein Repeater. Und gar nicht so viel Sandstein, wie ich dabei habe. Und das ist eigentlich auch alles über. Und brauche ich noch was von hier? Eigentlich brauche ich nichts mehr von hier sonst. Da machen wir einmal einen Dropper. Der kommt da oben drüber. Hatte ich die Fische schon hier? Hatte ich. Und dann bauen wir hier jetzt einen automatischen Fischewerfer. Der soll, das muss ich dann wahrscheinlich direkt von
da unten machen. Muss ich die nochmal rausnehmen hier. Und den auch nochmal. Der soll einfach nur die Fische senkrecht ins Wasser fallen lassen. Einmal so. Und dann haben wir hier jede Menge Sandstein, um das wieder zuzumachen. Da das Eis wieder drunter. Ups. Wieso? Aufsammeln. Geht doch. So. Und Wasser. Und so. Und der soll, solange da was drinne ist, ja, dann nehmen wir hier den Sand auch nochmal eben weg. Wir brauchen den Platz. Solange hier was drinne ist, soll der alles, was er hat, ins Wasser werfen. Das heißt, wir setzen hier, wie gehabt, einen Komparator dran. Der zeigt uns nämlich, wenn da was drin ist. Und der soll dann, bauen wir die in diese Richtung. Brauche ich doch ein bisschen mehr Platz. Aber das ist bei Redstone ja eigentlich immer so, dass man weitaus mehr Platz braucht, als man hat. Das ist irgendwie so ein Grundprinzip. Aha, ganz so viele werde ich nicht brauchen, aber 4 Stück ist schon mal eine gute Menge. So, der soll dann hier eine Uhr. Die muss ich dann wahrscheinlich einen Block weitersetzen. Das ist dann ja auch wieder so eine Eigenart von Redstone, dass das mit diesen Verbindungen nur auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert. Den setzen wir mal darüber. Und hier kommt eine ganz normale Redstone-Uhr dran. So. Aber die, ich bin am Überlegen, die machen wir, glaube ich, doch nochmal mit noch einem Repeater mehr oder zweien sogar, damit die möglichst langsam läuft. Denn das soll kein Maschinengewehr an. So, das sieht doch gut aus. Und das bauen wir nochmal ein ganz kleines bisschen um. Wenn ich da nur einen Repeater dran habe, dann nehmen wir hier auch den Sand weg, dann kann man das nicht aus Versehen von unten weggraben. Wenn ich da nur einen Repeater dran habe, dann habe ich ja maximal 4 Ticks Verzögerung und das ist schon ziemlich schnell. Das sieht dann so aus, als ob ich da eine industrielle Fischfarm dahinter habe, die dann ihre Ernte ausspuckt. Aber so habe ich dann so. Naja, sind auch schon relativ viele, vielleicht doch noch einen mehr hier. Und ja, der. So. Das können wir uns jetzt von draußen angucken, wie das von der anderen Seite aussieht. Doch weiter weggeworfen, als ich dachte. Ja, ja, das mit dem Zielen. Da. Was war das für ein Geräusch? Ah, Endermite. Wo ist sie? Da muss irgendwo eine Endermite sein. Ich habe es gerade noch gesagt, mir ist es noch nie passiert. Wo steckst du? Da steckst du. Weg bist du. Ja, also, das passiert dann doch. Ein Problem ist, die glitschen hier nach vorne raus. Das Problem hatte ich auf der anderen Seite auch. Und das habe ich dadurch gelöst, indem ich da eine feste Wand davor gesetzt habe. Ich kann hier ja aber keine feste Wand davor setzen, denn dann kann man das nicht mehr sehen. Dann muss ich das wahrscheinlich umdrehen. Dann muss ich dieses ganze Geraffel, was ich da jetzt gebaut habe, hier drunter bauen von dieser Seite. Was aber auch bedeutet, dass ich dann
Eine elendiglich lange Hopperschlange da hinten durch, denn diesen Abfluss da oben, den kann ich eigentlich nur nach da machen. Den kann ich nicht in diese Richtung machen. Oder? Vielleicht fällt mir dazu noch was ein. Aber ich glaube, das Prinzip ist klar geworden. Und an den Einzelheiten muss ich jetzt noch ein bisschen feilen. Das mache ich aber nicht mehr heute. Für heute mache ich Schluss und sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.